wie sie Lübeck sieht. Sie haben in Burkina halt zunehmend Gesundheitsprobleme, weil Leute einfach Produkte gegessen haben, die zu stark mit chemischen Produkten behandelt worden waren. Und das merkt man immer stärker auch in den Krankenhäusern, dass da Leute eingeliefert werden. Und von daher, das ist auch ein ganz starkes Argument für die Schiffe. Ich ergänze jetzt nochmal was, als wir ihn damals rekrutiert haben, womit er mich zumindest damals überzeugt hat, war, dass er einer von den ganzen Kandidaten derjenige war, der am massivsten die Theorie vertreten hat, dass Bioanbau eben nicht teurer ist als konventioneller Anbau. Die meisten Leute haben ja im Kopf, dass Bioanbau eigentlich teurer sei. Und das so massiv zu unterstützen und zu sagen, das stimmt einfach nicht. Das kam auch richtig, also er hat die Erfahrung und er ist davon überzeugt und er kann es dann so auch kommunizieren. Die im Prinzip auch wirklich zu einer Flatte alle Kappe, wie wurde dann richtig, ne? Weil er fecke Tratia defondivire rigorosement alle Kopf, l'hypothèse que la production bio ne pas plus cher que la production conventionnelle. Das heißt ja in Idee, que les gens se font. La production bio, elle n'est pas chère quand il y a le dispositif. La position bio. Quand il y a les animaux, et tu as la, et tu as les crottins pour faire la fumée organique, elle n'est pas chère. Mais elle est chère. Quand tu vas aller chez les peuples, avec des charrettes, payer les bouses de vaches pour venir faire, elle est cher. Donc j'ai dit que j'ai fait la part des choses. Quand tu